Antitürme, die Emotionen, die Solidarität. Ich meine, ist generell so oder so. Ob jemand in der Öffentlichkeit ist oder nicht, das ist eine Schockdiagnose. Und da hat man in dem Moment einfach gesehen, dass es eben noch mehr und Wichtiges gibt wie das Hockey. Aber wie da die zwei Mannschaften, sprich die Fans, in dem Moment reagiert haben, war für mich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Vor allem auch die Fans von der ZSC Lions, die eben auch mitgemacht haben. Ja, ist ein grosses Mitgefühl für den Trainer vom EHC Biel, der die Krebsdiagnose gestellt kriegt, hat gerade zum Playoff-Auftakt und jetzt eben zu kämpfen hat. Und Sven, er wird heute Abend nicht können an den Banden stehen. Es kommt also nicht zum Coaching-Duell zwischen dem Antti Törmann und dem Mark Crawford. Der Antti Törmann hat sich einer Operation unterziehen müssen. Gestern war das der Fall, es war eine geplante Operation und er fehlt jetzt heute an den Banden beim Team. Was hast du das Gefühl? Was bedeutet das? Ich glaube, es ist eine schwierige Situation generell, oder? Aber ich habe wirklich das Gefühl, es sind gedanklich alle beim Antti. Es werden alle für ihn säckeln, ob er jetzt an den Banden ist oder nicht. Ich meine, er würde todsicher wäre an den Banden stehen, wenn es irgendwie könnte oder gächte. Ich glaube, das müssen sie irgendwie probieren auszublenden. Ja, sie haben gesagt, beim nächsten Match soll er wieder dabei sein. Heute jetzt der Oliver David in der Rolle vom Chefcoach, sein Assistent und der Sportchef, der Martin Steinegger, kommt dazu. Also von dem her ja die bekannten Gesichter natürlich auch, wo ja das System ja auch mitentwickelt haben. Man redet ja überall da die gleiche Sprache in Sachen Hockey. Ja, absolut. Ich glaube, in dem Moment, in diesen Playoffs, oder Thomas, du weißt, du hast es auch erlebt, da müssen die Automatismen sitzen. Oder? Da können wir nur noch kleine Anpassungen machen. Du kannst nicht mehr das ganze System neu erfinden. Darum habe ich das Gefühl, die werden einfach kämpfen. Und vielleicht gibt das auch noch einen extra Push für die Mannschaft. Mhm. Oder? Was hast du das Gefühl, was hat es für einen Einfluss am Ende? Ja, eigentlich wie es Sven sagt, oder? Im Playoff gehst von Tag zu Tag, machst das Beste. Du bist ja nicht nur der Trainer, sondern ist der ganze Staff, der eigentlich die gleiche Philosophie vorgibt. Mhm. Und ich glaube, nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, Gesundheit geht vor. Du hast es gesagt, es ist geplant. Hoffentlich geht das gut und hoffentlich kann die Mannschaft ihm auf dem Weg mit dem Staff, so wie wir es jetzt heute haben, logischerweise dabei helfen. Ja.